Bei der langen Nacht der Forschung strömten viele Besucher zur Firma Wintersteiger in Ried im Innkreis. Das innovative Unternehmen gehört mit seinen vollautomatischen Anlagen und Maschinen gleich in mehreren Geschäftsfeldern zu den größten der Branche. Die Firma Wintersteiger zählt als Innovationsführer zu den Top-Playern im Rieder Raum, also in der Stadt Ried. Und wir wollen mit diesem Tag der offenen Tür bzw. dieser langen Nacht der Forschung unsere Tore öffnen, zeigen, wie viel Innovationsstärke steckt in unserem Entwicklungsbereich und wollen auch die Leute begeistern für unsere Maschinen, für unsere Produkte in der Fertigung. Wintersteiger beschäftigt weltweit rund 1000 Mitarbeiter. Die Entwicklung neuer Anlagen wird in allen Bereichen großgeschrieben. Einerseits den Bereich des Sports, wo wir den Skiverleih der Zukunft darstellen. Nebenbei sind auch Skischleifmaschinen noch präsentiert. Der zweite und dritte Bereich ist der Bereich des Seedmechs, ist unsere zweite Business Unit. Hier stellen wir Parzellen-Sämaschinen und Parzellen-Mähdrescher für die Pflanzenzucht dar. In der vierten Station sehen Sie also alles über den Bereich Holzdünnschnitt und hier speziell Gattersägen, Bandschnittsägen und auch das Ausbesserungsbereich für Holzdielen. Der Skiverleih der Zukunft will mit Digitalisierung und Automatisierung den Ausleihprozess verkürzen und vereinfachen. Und das in allen Skigebieten rund um den Globus. Wir haben also eine Exportquote von um die 90% und sind eigentlich weltweit vertreten. Das heißt, wir haben auch Märkte in Übersee, ob das jetzt USA und Kanada ist, aber auch in Russland, China und natürlich auch in Australien. Aber hier sind wir auch mit allen anderen Bereichen vertreten. In allen drei Bereichen ist Wintersteiger Weltmarktführer und setzt mit hochqualifizierten Mitarbeitern auf Innovation durch Forschung und Entwicklung.